Wir heißen Thomas Oral. Herzlich willkommen zurück auf der Schanz. Hallo, servus. Schön, wieder hier zu sein, oder? Ja, war jetzt nicht abzusehen. Ne? Nach den letzten Wochen der Durststrecke, dann ging es sehr, sehr turbulent zur Sache und ehrt mich und füllt mich mit vollem Stolz, dass der Verein wieder auf mich zurückgekommen ist und wir die Aufgabe jetzt gemeinsam versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. In der Zwischenzeit hast du sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, das ein oder andere, ja, andere Projekt mit anzugehen. Warum die Schanzer zum dritten Mal? Ja, weil das, was nach dem Sommer dann so gekommen ist, war nicht so unbedingt aus der Überzeugung heraus und ich wollte nichts machen, wo ich nicht absolut überzeugt bin. Dass sich das so in diese Richtung hier nochmal entwickelt, das träumt man in seinen tiefsten Träumen nicht. Die Situation ist jetzt so, ich bin zum dritten Mal hier, was unüblich ist. Und deshalb war es eigentlich auch keine Frage dann, wie ich kontaktiert wurde, ob das eine Möglichkeit ist, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass mit den handelnden Personen vieles möglich ist. Direktor Sport Michael Henke war bisher der Mann oder in deinen bisherigen Aufenthalten der Mann neben dir auf dem Platz. Wie ist er jetzt sozusagen als Vorgesetzter? Er ist immer noch neben mir und wir haben einen sehr, sehr engen, vertrauensvollen Austausch. Wird wahrscheinlich nicht mehr jede Einheit mit auf dem Platz sein, aber wenn Not am Mann ist und wenn er gebraucht wird, ist er mit Sicherheit dabei. Wie sehen jetzt die ersten Schritte aus, kurz nach deiner Ankunft? Ja, es gibt ja nicht viel Zeit zu verlieren. Wir müssen schauen, dass wir die Jungs so schnell wie möglich wieder dahin bekommen, dass wir 90 Minuten voll konzentriert plus Nachspielzeit arbeiten, dass wir auch das Spielglück wieder auf unsere Seite ziehen. Und da gehört es natürlich, dass wir auch untereinander diesen Kern sauber behalten und dass jeder Einzelne nochmal eine Schippe drauflegt, um dann am Ende des Tages auch wirklich das Ziel erreichen zu können. Was ist drin für die Schanze in der aktuellen Spielzeit noch? Ja, man braucht ja nur die letzten Spiele bzw. den ganzen Verlauf der Saison sehen, zu was man in der Lage ist. Aber wenn man auch Prozente verliert und Körner verliert, was dann auch in der anderen Richtung wieder passiert. Wir sind auf Tuchfühlung, wir sind in Reichweite und wir wollen alles versuchen, um den Turnaround zu schaffen, dass wir am Ende des Tages dann doch vielleicht da sind, wo wir hinwollen. Vielen Dank, Thomas, und gutes Gelingen. Dankeschön.